Servus und hallo zu einer weiteren Folge Fallout 4 Fundorte. Und heute soll es um ein besonderes Lasergewehr gehen, nämlich das UP-77. Also Prototyp UP-77. Im Englischen heißt es, glaube ich, Prototype PA-77. Hin und wieder, wenn ihr das irgendwie googelt oder so, findet ihr auch eine falsche Bezeichnung dazu, beziehungsweise einen falschen Bonus, den das Gewehr gibt. Also bei manchen Seiten steht unendliche Munition, das ist es nicht, denn das wäre zu schön, ein Gewehr mit unendlicher Munition. Nein, im Gegenteil, es ist eine unendlich große Magazinkapazität. Das heißt, ihr müsst mit dem Ding nie nachladen. Hat auch Vorteile, aber wenn ihr jetzt erstmal denkt, yay, cool, unendlich Munition, endlich, meine Mumpelprobleme sind behoben. Nein. Trotzdem, wer es finden möchte, dem möchte ich zeigen, wo ihr es bekommt. Nämlich hier im University Point, beziehungsweise genauer gesagt University Credit Union. Da müsst ihr trotzdem auch hier hin. Hier sind ein paar Synths, die hier rumhampeln. Die könnt ihr alle über den Jordan schicken. Und dann müsst ihr in dieses große zerfallene Gebäude da, mit dieser Hütte da oben drauf. Und jetzt nicht wundern, es gibt auch hier eine Tür, die auch zum University Credit Union führt. Die bringt euch nur nichts, denn ihr landet im falschen Kassenbereich. Also das ist eine Wand dazwischen. Ihr könnt zwar sehen, wo ihr dann hin müsst, aber mehr bringt euch das nicht. Da gibt es ein paar Sachen zum Looten. Ansonsten geht es nämlich hier rein. Wichtig, bevor ihr das macht, ihr braucht Minimum Level 18. Denn ihr braucht den Schlossknacken-Skill 3. Damit ihr Meisterschlösser knacken könnt. Und dafür braucht ihr 4 Wahrnehmung und Level 18. Und müsst schon mal mit Level 16 daran gedacht haben, hier einen Punkt reinzustecken. Ansonsten verschiebt sich das logischerweise ein bisschen nach hinten. Es gibt 2 Terminals, die jetzt hier nach und nach kommen. Das erste Terminal ist hier. Das ist ein Einsteiger-Terminal, genau wie das zweite. Ihr braucht also keinen höheren Hacker-Skill, um an die Waffe ranzukommen. Also das Einsteiger-Terminal habe ich jetzt hier schon mal gemacht, weil das dauert bei mir bekanntlichermaßen länger. Und das habe ich schon mal geknackt und wir können also quasi hier rein. Also in die alte Hütte rein, gleich rechts rum, da ist die Tür und Terminal knacken und Rinder. Dann landet ihr hier in dem Kassenbereich, da könnt ihr ein bisschen in den Registrierkassen wildern und ein bisschen Zeug raussuchen. Dann geht es die Treppe hier runter. Und hier unten ist das zweite Terminal, das auf euch wartet. Und das öffnet diese riesen Panzertür. In einem sehr cool eigentlich. Auch wie es dann richtig klonk, klonk, klonk macht und dann die Tür aufgeht. Das ist schon ein bisschen cool. Und dann kommt ihr in diesen Tresorraum. In dem Tresorraum habt ihr wieder ein paar Werkzeugkisten und Ramsch. Unter anderem, aber auch diverse Safes. Und jetzt könnt ihr die Safes hier alle knacken. In den meisten findet ihr ordentlich Munition und ein bisschen Geld und ein bisschen Ramsch aller Art. Das nehmen wir jetzt auch alles nochmal mit. Laserpistölchen etc. Und dann kommt ihr zu diesem Meister-Safe hier. Und der ist... Den suchen wir. Wenn ihr jetzt denkt, hier ist direkt das Gewehr drin. Nö. Viel cooler. Den richtigen Punkt hier erstmal finden. Da ist er. So, und der geht nämlich auf. Und dann habt ihr hier ein Knöpple. Und einmal aufs Knöpple drauf gedrückt. Öffnet sich hier. Oh! Eine Tür. So, hier unten habt ihr ein paar Werkbänke, ein paar RAM, ein bisschen dies, ein bisschen jenes. Und hier auf dem Tisch liegt er. Der Prototyp UP-77. Grenzenloses Potenzial. Und da steht es auch, unbegrenzte Magazinkapazität und nicht unbegrenzte Munition. Könnt ihr natürlich noch ein bisschen pimpen. Hat, wie gesagt, den Vorteil, ihr müsst nie nachladen. Kann praktisch sein. Im Zweifelsfall verschießt ihr einfach nur mehr Munition. Einfach durchdrückt und dort 500 Schuss durchbilzt. So wird das alles aufgesammelt und dann habt ihr das im Endeffekt auch schon. Wo es denn hier hinten weitergeht? Ah, gruselig. Nein. Genau, dann könnt ihr jetzt euch noch hier ein bisschen vertun und ein bisschen Zeug sammeln, ein bisschen Zeug zerlegen und so weiter und so fort. Den Rest überlasse ich eurem Forscherdrang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Mal zeige ich euch dann, wo... Wir finden schon noch ein paar Waffen, die ich euch zeigen kann, wo ihr die findet. Und in dem Sinne, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!